بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Meine lieben Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah werden wir ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema behandeln. Und liebe Geschwister, wallahi, wir befinden uns nicht, die Umma befindet sich nicht in einer so desolaten und so schrecklichen Situation. Verzeihung. In einer so schwachen Lage. Wir befinden uns nicht in dieser Lage, außer dass wir diese Krankheiten in uns allen besitzen. Die Krankheiten der Umma im schlechten Benehmen. Und das sind nicht meine Worte, das sind Worte, inshallah, die wir auch belegen werden mit Koran und Sunnah, mit den Aussagen Allahs und seines Gesandten. Dass wir uns in dieser Umma befinden und dass unsere Geschwister im Islam auf dieser Welt oder auf dieser Erde überall getötet und verfolgt werden, weil wir diese schlimmen Eigenschaften besitzen und uns nicht ändern wollen. Und Allah sagt im Koran, dass Allah Azza wa Jalla nicht den Zustand eines Volkes ändert, ehe sie sich selbst ändern. Und diese Sache ist gezielt für jeden Einzelnen von uns. Keiner ist davon ausgeschlossen. Denn jeder Einzelne von uns hat viele dieser Eigenschaften. Und das sind die meisten der Umma. Die meisten in dieser Umma, wenn man sogar nicht sagen will, dass alle irgendwo diese Krankheiten haben. Manche haben sie allesamt und manche einige von ihnen. Deswegen, liebe Geschwister, sollen das keine Worte sein, die man hört. Und dann sagt man sich, Alhamdulillah, ich wurde belohnt, ich habe teilgenommen am Seminar, ja, mir wurden meine Sünden vergeben und khalas, Alhamdulillah. Nein, es sind Worte, die inshallah, möge Allah Azza wa Jal diesen Worten einen Weg geben in unsere Herzen und dann durch unseren Iman diese Taten oder diese schlimmen Eigenschaften, dass wir sie ändern. Jeder Einzelne von uns, dass er darauf arbeitet und sich bei sich selbst in seiner eigenen Person diese schlechten Eigenschaften und dieses schlechte Benehmen ändert und das versucht zu ändern bei seinen Kindern, bei seinen Nahestehenden und dann auch dazu aufruft, dass sie anders alles machen, damit Allah Azza wa Jalla unsere Situation ändert. Im Allgemeinen erwähne ich am Anfang ganz kurz den Hadith, den ihr alle kennt, der authentisch überliefert wird, in dem der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam die Sahaba fragte, kennt ihr den Muflis? Derjenige, der pleite gegangen ist. Ungefähr. Die Sahaba sagten, ja, der Muflis bei uns ist derjenige, der kein Dinar und kein Dirham hat. Pleite, richtig pleite. Kein Euro und kein Cent. Der Prophet sagte, nein. Der richtige Muflis ist derjenige, der am Tage der Auferstehung zu Allah kommen wird oder auferstehen wird und er wird Taten mit sich bringen, Belohnungen von Gebet und Fasten und Pilgerfahrt und Zakat. Der hat richtig seine Pflichten erfüllt, die Säulen des Islams richtig erfüllt und bringt diese ganzen super Taten mit. Berge voller guten Taten. Aber, was ist das Problem? Er hat den einen betrogen. Und er hat den einen beleidigt. Und er hat den einen ungerecht geschlagen. Und er hat dem einen und er hat über den einen gelästert. Und dann werden diese Leute alle kommen. Zu Hunderten, zu Tausenden. Und die stehen alle an der Reihe und jeder will sein Recht zurückbekommen. Und Allah hat versprochen, an diesem Tag wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben. Allah wird alles,
alle Rechte zurückgeben zu den Menschen, die diese Rechte hatten. Und dann werden an diesem Tage, wie ihr wisst, keine Euros und keine Dollar geben, dann werden an diesem Tage von seinen guten Taten genommen, im gleichen Maße, wie er ihnen Unrecht getan hat. Und dann wird von seinen guten Taten, von seinen Gebeten, von seinen Tahara, von seinen Sadaqa, von seinem Fasten, von seiner Hajj, von seiner Umrah, immer mehr genommen und ihn zurückgegeben den Menschen. Bis er keine einzige gute Tat mehr hat. Alle Gebete, 50 Jahre Gebete, weg. 50 Jahre Durus teilgenommen, weg. 20 Jahre, 20 Mal Pilgerfahrt, weg. Sadaqa ohne Ende, weg. Aber das sind immer noch Leute, die stehen und er hat sie betrogen. Er hat über sie schlecht geredet in ihrer Abwesenheit. Was macht Allah Azza wa Jal? Die Rechnung geht weiter. Gerechtigkeit bis zum, hat kein Ende bei Allah Azza wa Jal. Dann wird im gleichen Maße von ihren Sünden genommen und auf sein Konto draufgeschlagen, auf sein Sündenkonto drauf. Und dann sagt der Prophet, und dann wird er mit seinem Gesicht, und dann sagt der Prophet, und dann wird er mit seinem Gesicht in die Hölle reingeworfen. Subhanallah. Wenn wir uns daran erinnern, subhanallah, wie oft, wie jeden Tag täglich wir die Rechte der Leute nehmen, über die Leute schlecht reden in ihrer Abwesenheit. Subhanallah. Wenn man an diesen Hadith denkt, und man hat sich vielleicht jahrelang angestrengt, jahrelang gebetet, jahrelang gefastet, jahrelang so viel versucht, Gutes zu tun, und am Ende ist seine Bleibe trotzdem Jahannam. Inshallah, liebe Geschwister, ich habe ungefähr 10 der schlimmsten Eigenschaften ausgesucht. Und ich werde inshallah versuchen, mit der Hilfe Allahs, sie in Kürze, einigermaßen, soweit es geht, in Kürze, mit euch kurz zu behandeln, damit wir die Schwere dieser Sünden erkennen und uns inshallah vielleicht ermahnen lassen. Allah Azza wa Jal hat einige dieser Eigenschaften erwähnt in Surat al-Hujurat, Surah 49, die Gemächer. In Vers 11 und 12 sagte Allah Azza wa Jal ungefähr in der deutschen Übersetzung: O ihr, die ihr glaubt, er spricht die Gläubigen an. Jeder, der Iman hat, jeder, der ein Muslim ist, Allah Azza wa Jal spricht ihn an und sagt zu ihm: O ihr, die ihr glaubt, vermeidet häufige Vermutungen, Argwohn. Vermeidet häufige Argwohn und schlechte Vermutungen, denn mancher Argwohn und manche der schlechten Vermutungen sind Sünde. Und spioniert nicht und führt keine üble Nachrede übereinander, würde wohl einer von euch gerne das Fleisch seines Bruders essen, seines toten Bruders essen, sicher würdet ihr es verabscheuen, so fürchtet Allah, Allah ist gnädig und barmherzig. Allah Azza wa Jalla hat in diesem schönen, wunderschönen Vers als erstes angesprochen die schlechte Vermutung. Ich verlese inshallah den zweiten Vers gleich mit. O ihr Menschen, und er spricht alle Menschen an. O ihr Menschen, wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander erkennen mögt. Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, der Beste, der Edelste, derjenige oder welcher, der Gottesfürchtigste ist, der Frommste ist, Rechtschaffenste ist. Wahrlich, Allah ist allwissend und allkundig. In diesen zwei Versen, liebe Geschwister, ermahnt uns Allah Azza wa Jal und warnt uns vor vier sehr üblen und weit verbreiteten Krankheiten und gleichzeitig Gründe für die Schwäche der Umma. Vier verdorbene
tadelnswerte Gründe und Gewohnheiten, Benehmen der Menschen. Allah Azza wa Jalla hat diese Warnung mit der schlechten Vermutung, mit dem Argwohn begonnen. Man soll diese Argwohn oder diese schlechten Vermutungen lassen und meiden. Und diese schlechte Vermutung, liebe Geschwister, ist eine zerstörerische Sache. Ist eine sehr, sehr schlimme Sache, die die Familien zerstört. Und viel Streit und Zwietracht bringt zwischen den Gläubigen. Und sogar manchmal zu Kriegen führen kann zwischen Stämme und Menschen. Wegen schlechten Vermutungen. Es fängt mit einer schlechten Vermutung an. Der Prophet sagt in einem Hadith, die größte aller Lügen ist die schlechte Vermutung. Ist die größte aller Lügen. Dass du eine Sache sagst, obwohl du dir gar nicht sicher bist von dieser Sache. Es ist eine Vermutung, ich glaube, ich denke. Das ist eine sehr, sehr schlimme Sache, eine sehr schlimme Sünde, liebe Geschwister. Und Allah Azza wa Jalla sagt in der gleichen Sura, im Vers 5, O ihr, die ihr glaubt, Ya ihr, alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu. Wenn zu euch ein Frevler, wenn zu euch einer kommt, irgendeiner, das muss nicht ein Frevler sein, in dem Sinne, dass es ein Frevler ist, dass man denkt, ja, das ist voll der praktiziert nicht, oder wie auch immer. Egal, wer zu euch kommt. Wenn zu euch ein Frevler kommt, wenn zu euch einer kommt und euch Kunde tut und euch eine Nachricht bringt, ich habe gehört, der Bruder hat das gemacht. Ich habe gehört, diese Schwester hat das gemacht. Und wir hören das sehr oft, sehr, sehr oft. Wir machen das selbst. Die meisten Muslime. Und sie, subhanallah, sie sagen Sachen, wovon sie keine Gewissheit haben. Allah sagt, wenn zu euch ein Frevler kommt und euch Kunde tut, so vergewissert euch diese Aussage. So vergewissert euch dessen, damit ihr nicht anderen Leuten in Unwissenheit Unrecht zufügt, sagt Allah Azza wa Jal, und hiernach bereuen müsst. Und das, liebe Geschwister, ist eine Sünde, die wir unbedingt behandeln müssen. Dass du, wenn einer zu dir kommt und sagt dir, ich habe über den Bruder gehört, so und so. Ich habe gehört, der hat so und so gemacht. Ich habe gehört, die war da und da. Ich habe gehört, der hat das und das gesagt. Dann sagt ihm, interessiert mich gar nicht. Deine Aussage. Wo ist dein Beweis dafür? Hast du eine Aufnahme? Hast du 5 Zeugen, 10 Zeugen dafür? Hast du ein Beweisstück? Wenn er dir sagt nein und er wird dir meistens nein sagen, dann ich will davon nichts hören. Und wir sollen selbst aufhören, so zu handeln. Ich habe gehört. Das ist das Problem. Dieses ich habe gehört ist ein Problem. Wallah, ich habe so oft hören wir das. Manchmal kommt einer und sagt mir, wir haben jetzt vor ein paar Jahren, ich habe gehört, Sheikh, ein Gelehrter war hier aus Ägypten, Sheikh Abdul Akhir, möge Allah ihn beschützen. Er sagte, kam zu mir jemand und ich kannte den sehr gut, yani. Ja, Sheikh Abdul Akhir sagt, man braucht jetzt keinen Niqab mehr zu tragen. Subhanallah. Und ich weiß, dass seine Meinung ist, dass es Pflicht ist. Und ich weiß, dass ein Gelehrter nicht einfach so, von heute auf morgen, der ist schon, mashallah, der studiert und lernt seit 20, 30 Jahren, von heute auf morgen einfach so mal kurz die Meinung wechseln, ist nicht so drin normalerweise. Kann passieren, aber meistens nicht. Ich habe ihn direkt angerufen. Sheikh Abdul Akhir, hast du so und so gesagt? Er sagt, Wallah, ich habe in den letzten 6 oder 12 Monaten überhaupt gar nicht über dieses Thema gesprochen und ich habe meine Meinung noch nie geändert. Ja, aber die haben es gehört. Komm Leute, ich habe gehört, der Bruder so und so, der ist geschieden. Wallah, der Bruder, mashallah, der redet nie mit seiner Frau über Scheidung. Die verstehen sich super, aber die Leute haben gehört, die sind geschieden. Und so weiter. Ja, sehr, sehr viele Sachen. Und es gibt natürlich noch schlimmere Sachen. Ich habe gehört, die war mit dem Jungen hat die Zina gemacht. Der Bruder hat Zina gemacht. Der hat was gestohlen und so weiter. Und was kann das, wozu kann das führen? Kann dazu führen, dass vielleicht so ein kranker Mensch seine Tochter oder seine Schwester umbringt. Wegen so einer schlimmen Nachricht, die vielleicht gar nicht stimmt. Deswegen sollen wir Allah fürchten vor dieser schlimmen Sünde, dass wir einfach so das, was wir hören, weitersagen. Man muss, wenn man, wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, dann ihr müsst euch vergewissern. Richtige Beweise haben, ansonsten
akzeptiere diese Aussage nicht und spreche sie schon gar nicht weiter. Und erst recht nicht weiter. Na, die zweite Sache, die Allah Azza wa Jalla angesprochen hat, ist, er sagte, und spioniert. Und spioniert nicht. Und diese Spionage, liebe Geschwister, ist verboten. Privates. Und das, was einen nichts angeht, nachzuschauen, E-Mail von irgendeinem lesen, im Handy gucken, was hat er geschrieben, was hat er gemacht. Da überall versuchen, irgendwelche Informationen, irgendwelche private Sachen rauszustöbern, die einen nichts angehen. Hat er das und das gemacht? Hat er diese und diese jene Sünde gemacht? Egal ob Frau, Ehemann, Ehefrau, vom Kind, vom was auch immer, von anderen Muslimen. Und der Prophet sagt im Hadith, derjenige, der nach den privaten Sachen sucht und seine Brüder blamiert oder seine Schwestern blamieren möchte, bloßstellen will und sie bloßstellt und die Sachen weitererzählt, Allah Azza wa Jalla, der Hadith überliefert bei Sahih Muslim, Allah Azza wa Jalla wird ihn bloßstellen am Tag der Auferstehung. Weil du hast auch Fehler. Hast du keine Fehler, machst du keine Sünden? Machst du auch. Was wird Allah mit dir machen? Allah wird dich am Tag der Auferstehung holen, vor allen Menschen, vor deinen Eltern, vor deinen Kindern, vor deinen Brüdern, vor deinen Nachbarn, alle, die dich kannten, stehen neben dir. Und Allah wird dir sagen, du hast Zina gemacht. An dem und dem Tag mit der und der Frau. Du hast Zina gemacht. Und du hast dann geklaut. Und du hast von ihm geklaut. Und du hast ihn angelogen. Und du hast ihn betrogen. Er wird dich blamieren vor deinen allen, vor deinen Bekannten und vor der gesamten Menschheit. Und vor deinem Gesandten auch. Sallallahu alaihi wasallam. Du willst Leute bloßstellen? Allah wird dich bloßstellen, aber viel, viel schlimmer bloßstellen. Deswegen soll man Allah fürchten in dieser Sache. Und der Prophet sagte, min husni islam al mar'i tarku ma la ya'nihi. Zum guten Muslim sein gehört, dass man nicht das macht, was einen nichts angeht. Nicht darüber spricht, was einen nichts angeht. Lass die Sachen von den Leuten. Misch dich nicht überall in Sachen ein. Sachen, die einen nichts angehen. Dass man nicht anderen Leuten nachspioniert, private Sachen sehen und lesen will und die danach bloßstellen. Auch wenn man sie nicht bloßstellt, darf man das nicht. Diese Spionage alleine, dieses Schnüffeln ist verboten im Islam. Und eine schlechte Eigenschaft, ein schlechtes Benehmen von einem Muslim. Und das, liebe Geschwister, und Allah Azza wa Jalla sagt auch, und Muhammad sagt auch in diesem Hadith, in einem ähnlichen Hadith, gibt es mehrere Hadithe darüber, auch überliefert bei Sahih Muslim, sagte der Prophet, derjenige, der die Sünden, der die Schwächen seines Bruders im Glauben bedeckt, hier im Diesseits. Du weißt, der ist schwach oder der versteckt sich und geht eine rauchen, zum Beispiel, oder andere Sachen. Ja? Der Prophet sagte, derjenige, der die Sachen oder die Schwächen seines Bruders bedeckt im Diesseits, Allah wird ihn bedecken im Jenseits. Allah wird was machen im Jenseits? Allah wird dich holen und dich bedecken, dass die anderen nichts mitbekommen und er wird dich nicht bloßstellen. Deine Schwächen, deine Sünden, deine Verfehlungen wird er nicht bloßstellen. Und im anderen Hadith sagte er, der Prophet auch Sahih sagte er, derjenige, der die Sünden seines Bruders bedeckt, die Schwächen seines Bruders bedeckt, Allah wird ihn bedecken im Diesseits und im Jenseits. Weil man kann im Diesseits schon, Allah kann dich bloßstellen. Du machst eine Sünde und du denkst, keiner erwischt dich. Auf einmal alle wissen davon Bescheid. Auf einmal wurdest du gefilmt, auf einmal wurdest du, Allahu alam. Allah kann dich bloßstellen im Diesseits und im Jenseits. Deswegen soll man Allah fürchten und nicht seine Brüder, seine Geschwister im Islam bloßstellen und nachspionieren. Das ist die allgemeine Art von Spionage. Die ist haram und sehr schlimm. Aber natürlich gibt es noch eine andere, größere Spionage. Ja? Die Spionage, die dich aus dem Islam verbannt. Ja, wie in solchen Sitzungen haben wir ja sitzen immer Heuchler und Ahlul Nifaq, der Abschaum dieser Welt, die schlimmsten der Ungläubigen, kein normaler Ungläubige, der allerschlimmste unter den Ungläubigen. Die schlimmste Stufe in Jahannam. Die Munafiqin sind wo? Fi ddarki al-asfali minan nar, sagt Allah im Koran. Die Munafiqin sind in der schlimmsten und untersten und härtesten Bestrafungen und Position oder Stelle in der Hölle. Was machen die? Die spionieren den Gläubigen nach. Was sagen diese Bärtigen? Beispielsweise, es gibt mehrere Arten von, wie eine Heuchler ist. Im Allgemeinen ist der Heuchler derjenige, der hier drinnen kein Islam hat, aber äußerlich hat er Islam. Hat vielleicht ein Bart, hat vielleicht ein Kopftuch. Ja, gibt es auch Schwestern, ja, gibt es auch Frauen, nicht Schwestern, sondern Frauen, die auch diese Arbeit machen und Ahlul Nifaq sind. Ja,
Im Allgemeinen sind das Leute, die im Inneren keinen Islam haben, aber äußerlich so tun, als wären sie Gläubige. Ja, das sind die schlimmsten aller Menschen. Die ja zum Beispiel Informationen holen und versuchen rauszubekommen, wer denkt gut über Dschihad, wer hat Gedanken, die gefährlich sind. Ja, und dann gibt er schnell diese Nachrichten und lügt noch dazu und schreibt noch Sachen, die nicht gesagt worden sind, und sammelt sie und geht zu dem anderen Abschaum dieser Erde, zu seinen Freunden, und dann gibt er denen diese billige, dreckige Arbeit und bekommt dafür ein paar Euros oder einen Stempel, damit er hier bleiben darf. Walayadu billah. Ja, und das ist natürlich diese Spionage, die ist natürlich nicht nur eine kleine Sünde, sondern, oder eine normale Sünde oder eine große Sünde, sondern es ist eine Sünde, die dich vom Islam verbannt. Du bist ein Ungläubiger. Und wenn du stirbst, bist du für alle Ewigkeit in der Hölle. Walayadu billah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar!